¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Sí, Gustavo! ¡Ya basta! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Okay, kalmate. Es por tu culpa, pendejo. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Jene saliendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Hey! Und schwül. En Panamá. ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo ¡Hey, Vargas! Cuando regrese. ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos Atrás. De él! ¡Muéfense! ¡Quietense, cabrones! ¡Hey, hey! ¡Tranquilízate! Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Bist du früh genug raus? Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. Este encargo yo. Bien. Wen bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Nein, nein, nicht da. Oh, okay. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie?
Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgemacht? Ja. Hab's da drüben versteckt und in Arbeit. Bingo. Und weiter geht's. Okay, damit wird es klappen. Die Zelle. Wie komme ich da hoch? Runterrutschen. Ein Seil am Posten. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Schwer zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Das ist ziemlich cool. Whoa.
Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Ihr Suite. Okay. Wo fange ich an? Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Zehn und zwei. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Aufpassen. Und abwärts. Und abwärts. Vorsicht. Hey, auf ein neues. Den Grave niemals hin. Auf Wiedersehen, Schulter. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Ach, Scheiße. Nein, 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 nein. Ja. So muss es laufen. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch.
bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Yo puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe? Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Oh. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber... Finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Ah! Erste. Zielen, Schlag! Zielen, Schlag!
de irse, gringo. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Ist das Schmuggelware? ¡Cállate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Du. Déjanos.